jemand mit dem Markt, also mit dem Bäcker und so. Habe ich das so dem Bäcker gesagt, dass ich habe Alzheimer und ich lasse meistens was liegen. Also wenn du mir dann das Gleis sagst, einfach an der Theke, dann ist das toll. Und das Gleiche habe ich halt bei Metzger. Und mittlerweile bin ich froh, weil ich mir Kilometer wahrscheinlich gespart habe vom Hin- und Herlaufen. Ich möchte heute an einen ganz besonderen Menschen erinnern, Christian Zimmermann. Am 15. Mai wäre er 69 Jahre alt geworden. Wäre heißt, er ist vor einigen Jahren gestorben. Christian ist Bayer, in Traunstein geboren und hat Werkzeugmacher gelernt, seit 1975 mit seiner Frau eine Firma für Theaterspiegel geleitet. Dann ist was passiert, 2007 hat er eine Alzheimer-Diagnose bekommen. In der Zeit davor hat seine Frau, haben auch andere Menschen natürlich gemerkt, dass viele Dinge nicht mehr stimmen. Aber ab dann war es klar, es wird nicht so weitergehen, wie es weitergehen soll. Christian war ein besonderer Mensch, aber gleichzeitig ist ihm das natürlich so ergangen wie allen anderen, denen so etwas widerfährt. Da war die Angst, da war die Verzweiflung am Anfang. Wer hat das schon gerne, wenn er so eine Diagnose bekommt? Aber das Besondere an Christian war eben, dass er beschlossen hat, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Christian hat das immer so schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich wollte ja nicht Dr. Alzheimer haben. Jetzt habe ich ihn und jetzt begleitet er mich. Ich werde ihn nicht los. Jetzt muss ich mich mit ihm arrangieren. Jetzt begleitet er mich durchs Leben. Manchmal denke ich mal, das ist eine Fehldiagnose gewesen. So gut geht's mal. Er hat immer erzählt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich kann jammern, ich kann mich vom Balkon stürzen, ich kann mich verkriechen oder ich nehme das Leben an, so wie es ist. Jetzt eben auch mit Alzheimer. Und das hat er getan. Und er hat versucht, die Dinge zu tun, die ihm wichtig waren. Und er hat auch neue Dinge entdeckt. Zum Beispiel hat er angefangen zu malen, was ihm vorher völlig fremd war. Und er hat wunderbare Bilder geschaffen, mit denen er auch auch gegen Ängste angemalt hat. Die Bilder hatten Themen wie Liebe, auch Tod oder eben Alzheimer. Er hat dann immer gesagt, ich habe Dr. Alzheimer mit Farbe auf die Leinwand genagelt und das nimmt mir die Angst. Er hat Theater gespielt in einer kleinen Theatergruppe in München. Hier haben Hans Fallada und andere Stücke gespielt. Und er hat dort improvisiert mitgemacht, ist auf die Bühne hinaus und es war perfekt. Wir haben uns am Rande einer Veranstaltung kennengelernt, denn Christian war so ziemlich der Erste in Deutschland, der rausgegangen ist in die Öffentlichkeit und der gesagt hat, andere Menschen sollen das auch wissen. Wir haben uns angefreundet und wir sind in den Folgejahren auf Tour gegangen. Wir haben viele, viele Veranstaltungen gemacht, sind viel eingeladen worden in Städte, Gemeinden in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz und haben mal vor kleiner Runde, aber auch manchmal vor Hunderten von Menschen gesprochen. Christian mit seinem bayerischen Charme und Witz hat aus seinem Leben erzählt. Ich war der Unterstützer, der geholfen hat zu vermitteln. Es waren tolle gemeinsame Auftritte, die haben Spaß gemacht. Nicht nur uns beiden, sondern auch den Menschen, die dazugehört haben. Und das war eben das Besondere, dass er Mut gemacht hat. Und eigentlich nach jeder Veranstaltung sind Leute auf ihn zugekommen und haben sich bei ihm bedankt. Dafür, dass er das wagt, dass er anderen Rat gibt. Und sein Rat lautete vor allen Dingen, lass dich nicht unterkriegen und sei offen für das Neue. Sieh auch das Positive in scheinbar doch negativen Dingen. Zum Beispiel, sagt er, hat er immer gerne Auto gefahren, das ging dann nicht mehr. So, jetzt fährt meine Frau, meinte er dann, ich sitze auf dem Beifahrersitz und entdecke plötzlich ganz neue Dinge, die ich als Fahrer vorher nie gesehen habe. Und nach einer der vielen Veranstaltungen kam jemand auf uns zu und sagte, Mensch, das wäre doch toll, wenn noch viel mehr Menschen das mitkriegen können. Warum macht er nicht mal ein Buch? Christian hat natürlich gedacht, wie soll er ein Buch schreiben, wie soll er das machen, das kann er doch gar nicht. Aber wir zusammen haben es gekonnt, ich habe ihn unterstützt. Und so ist das Buch Auf dem Weg mit Alzheimer entstanden. Das erste Buch im deutschsprachigen Raum eines Demenzbetroffenen, der Innenansichten zulässt und anderen Menschen Tipps gibt, Ratschläge gibt und eben auch
Mut macht mit seinem Beispiel. Das Buch ist entstanden, indem wir viele, viele, lange, lange Gespräche geführt haben, das aufgeschrieben haben. Ich habe das zusammengefasst, ihm wieder vorgelegt. Er hat geguckt, was passt ihm nicht. Und so ist dann schließlich sein Buch entstanden. Man kann sich denken, ich weiß es noch genau, wie aufgeregt er in den Wochen davor war und mich fast jeden Tag angerufen hat. Sein Buch wird erscheinen. Und der ganze Aufwand hat sich gelohnt, weil auch viele, viele Menschen da immer wieder rückgemeldet haben, wie sehr ihnen das geholfen hat. Und darüber hinaus ist es ein gutes Gefühl, wenn man die Krankheit hat oder wenn man sozusagen jemand trifft, der dann so betroffen ist wie in mir. Und das ist ein gutes Gefühl. Da merkt man, dass man nicht alleine ist, sondern dass es das einfach ganz normal ist. Das heißt, man, diese Zuneigung, wenn man das spürt, dass die Bäckerin irgendwie so auch mit dabei ist in meiner Krankheit, und das wird normal. Aber es kann nur so werden, wenn man ehrlich ist damit. Die Krankheit macht den meisten Angst und alle sagen, das ist so schlimm. Aber man hat auch noch viel Zeit. Und ich habe das so dann verändert, dass ich im Grunde ja vor gar nichts mehr Angst haben muss. Ja, hallo, mein Name ist Nase und wir befinden uns hier immer noch in Elmshorn für den Videodreh zu Bitte, liebe Eichhörnchen. Und ich wurde noch darum gebeten, ein bisschen was über Christian Zimmermann zu erzählen, von dem der Song handelt. Und zwar war es so, dass ich im Rahmen meiner Ausbildung einen Song über Demenz schreiben wollte und dabei über das Buch Auf dem Weg mit Alzheimer von Christian Zimmermann und Peter Wissmann gestolpert bin. Und der Christian Zimmermann war halt an Alzheimer erkrankt. Und hat aber mich sehr beeindruckt durch seinen positiven und offenen Umgang mit der Krankheit. Zum Beispiel hat er gesagt, als er nicht mehr Theater spielen konnte, weil er sich die Texte nicht merken konnte, dann spiele ich halt Improvisationstheater. Oder als er nicht mehr Auto fahren konnte, dann setze ich mich eben auf den Beifahrersitz und genieße die Landschaft. Das war halt sehr beeindruckend und daraufhin habe ich halt einen Song geschrieben über das Thema Demenz und habe den an Peter Wissmann geschickt, der auch Geschäftsführer von der Demenz Support Stuttgart ist, und er hat dann mir den Vorschlag gemacht, ein Album zu machen, wo wir Menschen mit Demenz interviewen und daraus Songtexte verfassen. Und man kann also sagen, das ganze Album wäre auch ohne Christian Zimmermann überhaupt nicht zustande gekommen, und deshalb haben wir gesagt, weil er leider vor Beginn der Albumproduktion bereits verstorben ist, dass wir ihm trotzdem auf jeden Fall einen Song widmen wollen, und das ist eben Bitte, liebe Eichhörnchen, und das Musikvideo dazu findet ihr auch auf Kuckuck TV.